the way, unser Team, das rechts gerade stand, hat es einfach komplett versaut. Oh, sie haben aber den DD rausgenommen. Das haben sie geschafft. Wir müssen halt an die Caps ran. Das ist ein Problem. Der Kappa Captain ist super geil. Kein CV. Zwei DDs. Ja, mal schauen, ob das was wird. Du kriegst einfach kein Match mehr ohne einen Thunder Runner. Hast du hier überall. Aber auf der Map ist das nicht so problematisch. Auf der Map können wir über den C-Cap arbeiten, hier vorne über die Insel drüber arbeiten oder hier unten, wobei unten ein bisschen gefährlicher ist für uns. Ich würde fast sagen, wir fahren hoch Richtung C. Lass uns das mal machen. Sollen wir morgen kochen? Das war gerade Gähnen und Begeisterung in einem. Können wir so richtig schön viele Champignons in so eine Suppe reinklatschen? Das wäre super. Lohnt sich die Alaska für Free EP noch? Taugt die noch? Auch wenn man kein Fire Prevention mehr skillen kann. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie nach wie vor auch immer noch sehr stark sein soll. Ich habe sie selber nicht oft gespielt, aber wir können uns mal die Alaska auch angucken. Deswegen, ich würde wahrscheinlich schon sagen, dass sie sich noch lohnt, so vorerst. Aber du kannst natürlich noch abwarten. Wir schauen uns die Alaska gleich gemeinsam nochmal an, wenn du meinst. 2 Jahre ist das nächste Ziel des Weges. Privat-Hype. Das war Pock und Sleep in einem. Private Slog. Oder Piep. Tinman, dankeschön für 19 Monate. Vielen lieben Dank dir. Moin. Wir folgen mal der Riga. Und das, Tatsache. Wenn Chris morgen Spätdienst hat, dann ist er nicht da. Der Pilzverweigerer. Könnte man das machen? Mhm. Um ohne Thunderbird zu spielen, Tier 7 zu haben. Profi-Tipp. Alright. So, wir haben jetzt hier vorne was. Das könnten wir auch gleich aufmachen. Also wenn die Riga gleich möchte, darf sie natürlich gerne ihr Radar zünden. Bin mir aber nicht sicher, ob er es macht. Okay, eine Fantask ist hier. Das ist jetzt, ja, einigermaßen gut gelaufen, würde ich doch sagen. Tatsächlich, ich muss noch schauen, dass ich jetzt den Granaten ausweichen kann. Die wird möglicherweise hier vorne um die Ecke gleich nochmal rumfahren wollen. Oh, eine Drake kommt rüber. Dann machen wir jetzt folgendes. Renamed User. Meint ihr der? Ja, der dreht raus. Gut, ich weiß, dass er gleich um die Ecke kommen wird. Ich werde aggressiv sein. Ich werde highly aggressive sein hier. Und die Drake mit HE versuchen wegzuspammen. Okay, eine Bismarck außen. Die müsste gleich aufgehen. Und wir dann auch. Da ist sie. Let's go. Wir müssen in Bewegung bleiben. Wegen der Bismarck. Genau. Dammit. Hat auch schon wieder geschossen, die Bismarck. Hoffentlich trifft er uns nicht allzu böse. Die trifft uns wirklich böse. Uncool. Auch interessant, dass die Cleveland noch hinter mir her ist. Wir hören auf. Gehen zu. Wir sind nämlich voll in der Unterzahl gerade. Und hier läuft noch. Cleveland hat noch nicht aufgehört zu schießen. Ich hoffe mal, ich fange nicht an zu fackeln jetzt. Also abzufackeln. Ich möchte nicht fackeln. Alles gut, wir haben riskant unseren Brand gelöscht, aber es hat funktioniert. Bisschen schade, dass die Drake so wenig Schaden genommen hat durch die anderen beiden Schiffe, die hier noch waren. Bald was in Flammen aufgehen. Amagi, vielleicht die Kansas sogar. Aber ist okay. Andere Seite hat unseren... Ja, wir haben unseren Zerstörer dort verloren. Das ist doof. So, sorry, ich war gerade ganz kurz abgelenkt.
Ja, dann weiß ich ja, was ich morgen unterwegs einzukaufen habe. Es müssen halt viele Champignons sein, ne? Es muss quasi Champignon mit Suppe sein und nicht Suppe mit Champignon. Nee, wir kriegen das schon hin. Juno, hallöchen, moin. Ah, Tier 7 ist nicht kompletter Müll. Nö. Würde ich nicht sagen. Ach, Mist. Okay, wir haben ein kleines Problem. Die Fantastik, die sitzt halt dort an der Ecke. Ich bräuchte jetzt einen Spot auf die Massachusetts. Dass wir da ein bisschen arbeiten können. Dammit, ich bin offen. Dann ist der DD vorgefahren, wie es aussieht. Er fährt auch vor. Er bewegt sich langsam, aber sicher. Cleveland fängt wieder an, auf uns zu wirken. Ich bleib mal in Range, dass ich diese Massachusetts... Ich kann sie nicht sehen. Sie hat geschossen, während ich noch hinter der Insel war. Oh, ist das doof. Da, Juri, dankeschön für 17 Monate. Vielen Dank dir. Ich nehme mal gerade den Heal. War. Da ist sie, die Chuchu. Könnt ihr noch an die Zeiten erinnern, als die North Carolina 37mm Panzerung hatte? Und alle anderen, Chuchu, Alabama und Co. 38? Damals konnte man die North Carolina noch richtig schön abfarmen. Also ihr steht halt auch nur rum, gell? Ihr müsst gucken, dass ihr da vielleicht die Cleveland wegpusht. Langsam, aber sicher. Chitchon Bar kommt rein. Wir müssen sofort abdrehen. Uiuiuiui. Fantask ist auch da. Aber keiner kann drauf wirken. Also ich zumindest kann auch nicht drauf wirken. So, wir gehen jetzt hier auf die Jean Bar. Die hat aber 32mm überall. Das heißt, bei ihr machen wir auch ordentlich Schaden. Dammit. Ja, das passiert, wenn man sich einfach nur auf einer Position festsetzt. Mist, jetzt kommt auch noch die North Carolina in den Raum gefahren. Fetzenschädel, vielen lieben Dank. Scheiße. Ich hab nicht aufgepasst. Shit, ich hab echt nicht aufgepasst, Leute. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Wir müssen ganz schnell die Jambar retten. Vielen lieben Dank, die fetzen Schädel für 37, Mann. Dankeschön. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, aber hey, hier ist eine Insel. Hör auf. Nein. Oh mein Gott, er kriegt die Zitadelle. Ah, auf die Distanz. Warum schießt er nicht drüber? Und warum brennt er nicht einmal? Der brennt nicht. Ist krass, dieser Typ brennt einfach nicht. So. Alles gut soweit. Wir leben. Wir sind am Leben. Wir hatten ein bisschen Glück. Also klar, gut, er hätte auch eine Doppelzita oder noch mehr machen können, dann wären wir raus gewesen, aber es ist schon ein bisschen unwahrscheinlich. Möglicherweise war auch nicht mal eine Zitadelle dabei, sondern wir standen so angewinkelt, dass er ein paar Panels reingemacht hat mit seinen 380ern. Kann natürlich auch sein. By the way, unser Team, das rechts gerade stand, hat es einfach komplett versaut. Oh, sie haben aber den DD rausgenommen, das haben sie geschafft. Die haben gegen Massachusetts, Cleveland und Bismarck verloren dort oben zu dritt. Haben dabei den Zerstörer rausgenommen. Das ist aber okay, weil wir können jetzt anfangen, auf Distanz ein bisschen zu arbeiten. Wenn jemand anders Spots für uns hält, auf North Carolina und so, können wir da Schaden machen. Nur fehlen unsere Zerstörer jetzt, die sich eigentlich um die Caps kümmern müssten. Kommt schon, Leute. Hallo Chris G, gute. So, ich war gerade abgelenkt, Leute. Konnte den Chat nicht lesen. Hallo Novovirus. Und Hallöchen an alle anderen Zuschauer, die mittlerweile wieder mit am Start sind. Leute, ich brauche hier Spots. Das mit der Charles Martel, die ist full life, war AFK, wie es aussieht. Da müssen wir es jetzt so machen, dass ich hier gegen die North Carolina kämpfe. Und versuche auf Distanz halt auszuweichen. Wir müssen halt an die Caps ran. Das ist ein Problem. 5 Brände bisher.
Stell dir mal vor, wir hätten Adrenalin-Rausch. Dann wären wir jetzt schon ein bisschen gefährlicher für ihn. Irgendwas schießt auf uns. Die andere Massachusetts dort hinten. Und Bismarck mit am Start. Er brennt einfach nicht, das ist krass. Okay, ich hör mal auf zu schießen. Jetzt brennt er, sehr gut. Könnte aber auch schon unser Ende sein, wenn er richtig trifft. Aber sieht okay-ish aus. Er hat den Singlebrand repariert, by the way. Was bedeutet, eigentlich müssen wir jetzt anfangen, weiter zu schießen. Aber ich möchte ranfahren an die Cleveland und die Cleveland im Nahkampf rausnehmen und mich dann erst wieder um die North Carolina kümmern. Aber das klappt. Oh, warte mal, wir sind zu. Das ist super. Jetzt sind wir wieder offen. Vielleicht treffen wir ihn noch. Und machen einen Brand. Nein, natürlich nicht. Schön, er ist raus. Holt euch drüben den Cap. Und wir holen uns die North Carolina. Schön, schön, ist raus. Jean-Martel, for life, du musst rankommen, ne? Hindenburg holt sich da den Cap. Das sieht gut aus. Und wir fahren der Bismarck hinterher. Ich komme aber hier so nicht. Ich habe ein bisschen zu wenig Range. Oh, ist langsamer geworden. Dann komm mal ran. Hier ist das ein bisschen uncool, dass wir gegen Ami-Battleships kämpfen müssen und gegen die Deutschen, weil die generell einfach super gepanzert sind so. Und wir da Probleme haben, mit unserer HE durchzukommen. Oben ist die Prinz Eugen. Da wäre jetzt natürlich die Möglichkeit, mehr Brände zu legen, besser gegen solche Schiffe. Aber wenn wir eine Amagi dort hätten oder ein britisches Schlachtschiff, dann würde es halt ganz anders aussehen direkt wieder. Aber wow, hatte ich gerade einen Ping? Spike oder so? Shona, dankeschön! Für 3 Monate, vielen lieben Dank dir! Sehr schön, ist raus. Hindenburg musste sich zurückziehen, also unsere. Ja, er dreht raus. Es könnte es natürlich sein, dass unsere Tirpitz hier auch rausgeht. Ich habe selber halt auch kaum HP noch. Linke Seite, ich weiß nicht, ob ihr das schafft, da die Harugumo rauszunehmen. Thunder hat auch kaum noch was. Was ich jetzt machen könnte, wäre hier den Cap einnehmen und dann aber rüber Richtung Bravo fahren. Die beiden ziehen sich nämlich wahrscheinlich zurück, dort oben, Massachusetts und Prince Eugene. Und wenn die Glück haben, sind die so weit weg, dass sie gar nicht mehr rechtzeitig rankommen hier, um irgendwas zu machen. Und wir könnten drüben die Thunderer rausnehmen und helfen, die Harugumo vielleicht noch anzugreifen oder uns dann um den A-Cap kümmern. Den Bravo-Cap kann ich auf jeden Fall versuchen, da noch mit einzunehmen. Da ist die Prince Eugene wieder gewesen, ganz kurz. Ich darf jetzt eigentlich nicht anfangen zu schießen, ich möchte diesen Cap bekommen auf jeden Fall. 6 Minuten haben wir noch. Oh scheiße, die Massachusetts kommt doch eingefahren. Wir haben ein kleines Problem. Dadurch, dass sie ihn jetzt gekillt haben. Mhm. Muss hoffen, dass ich das in 27 Sekunden hinbekomme, am Leben zu bleiben. Ansonsten muss ich mich hier gleich hinter die Insel verkriechen. Wenn die Massachusetts so rumfährt. Krieg diesen Cap nicht, Leute. Krieg diesen Cap nicht. Doch, ich krieg ihn. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das eng.
Weil jetzt kommt die Massachusetts rumgefahren. Holy shit. Jetzt müssen wir ganz schnell hier oben mithelfen. Wichtig, dass er rausgeht. Und bei ihm kommen wir durch. Der hat nämlich 32mm Panzerung ringsrum. Nur wird da nicht genügend Schaden von uns kommen, wahrscheinlich auf die Thunderer. Heißt, dass wir die bekommen. Der mit, der kommt jetzt wirklich noch davon, ne? Wir haben auch keinen Brand noch gelegt. Schade. Könnten wir es schaffen, von hier aus auf die Massachusetts zu wirken, ohne aufzugehen? Wenn die Thunderer hinter der Insel ist und die Prinz Eugen... Wir lassen das. Wisst ihr was? Wir lassen das. Wir fahren jetzt in Richtung Alpha und holen uns den Alpha-Cap noch schnell. Muss ich sogar machen. Ich mache jetzt einen Spot auf die Massachusetts. Okay, nevermind. Oh, wir haben die... Ja, die ist hier, die ist hier. Thunderer da oben, mit 3000 irgendwas. Okay, wir machen jetzt was. Wir machen jetzt folgendes, wir fahren jetzt hier an diese Ecke der Insel und hoffen, dass die Harogumo einen Fehler macht und hier rankommt an uns. Nah genug. Sie kommt tatsächlich nah genug ran. Ist in Hydra Range. All stations, reporting the position of a strategic target. Und ich werde versuchen, nah dran zu bleiben. Thunderbird geschossen, die hatten nichts mehr an HP. Die müssen wir jetzt rausnehmen. Es wird aber noch von vorne geschossen. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das noch überleben. Die Charmatelle ist immer noch mit Full Life unterwegs, gell? Wir haben noch 2 Minuten 33. Ich fahre jetzt in den Caplings rein, nutze die Insel hier als Cover. Und holen mir die Massachusetts. Guckt auch nicht mehr hierher. Sehr gut. Ich bin offen durch die Prinz Eugen. Das ist kacke, Leute. Das ist richtig schlecht. Sehr schön, der ist raus. Noch die Prinz Eugen. Aber wir sind vorne von den Punkten her. Wenn die Thunderer nicht stirbt und ich den Cap hier bekomme, 1 Minute 42, müssten wir möglicherweise dazu in der Lage sein, das Spiel zu gewinnen. Mhm, da ist sie wieder. Mal gucken, ob er sich lieber mit mir abgibt, statt auf unsere Thunderer zu wirken. Kommt, Team, holt ihn euch. Yes, Alter, wir haben ihn, oder? Wir haben ihn. Komm, 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 komm. Also meine Salve kommt wahrscheinlich nicht mehr an. Die da vielleicht. Aber wenn er aufgeht, hat er nichts mehr. Punkte für uns. Noch ein paar Sekunden. Da ist er. Perfekt. Puh. Den Heal wollte ich erst zünden, wenn ich unter Beschuss gerate. Ui, ja doch, das war eine spannende Runde, hey. Good job, Boys. Das, was man noch machen kann.
Mit einer Boost, also. Das ist interessant, weil ich dachte eigentlich, dass die Runde schon vorbei ist, nachdem die drei Caps hatten und unsere Leute weggestorben sind, aber dass wir das noch drehen konnten, echt nice.